Hallo und herzlich willkommen zu Son of Planzo. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Zwei Sachen gingen mir gerade durch den Kopf. Und bevor ich jetzt einen Lösungsvorschlag präsentiere, dachte ich mir, weißt du was, das machen wir zusammen. Ich war jetzt gerade ein bisschen faul, aber das ging mir gerade wirklich tatsächlich kurz vor der Aufnahme, ging mir das durch den Kopf und dann dachte ich, weißt du was, ich drücke den Aufnahmeknopf und dann gucken wir mal, ob wir beide einen Lösungsvorschlag erarbeiten können. Denn zum einen haben wir hier den Orang-Utan, habe ich nicht so das Problem mit, aber der Gibbon hatten wir hier und auf der Seite den Schimpansen. Wir müssen mal gucken, wie groß die werden. Das andere Problem ist nämlich, hier soll ja das Faultier hin. Oder die Faultiere, ich weiß noch nicht genau wie viele. Die brauchen aber einen Rückzugsort. Und da haben wir nirgendwo einen Rückzugsort. Heißt, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie was schaffen. Wie genau das aussehen wird, weiß ich nicht. Ob wir hier einfach irgendwie so ein Plateau bauen, ja, könnten wir vielleicht gleich mal gucken. So, hier hätten wir die Möglichkeit, eventuell entweder Glas zwischen... Ah, wir können ja erstmal nachgucken. Pass auf, Schimpanse. So, wir gucken mal ganz kurz nach. Nee, wir gucken erstmal, wie ist der eine? Gibbon, ne? Gibbon. So, Weißhand-Gibbon. Ne, nochmal. Weißhand-Gibbon. Der wird groß 50 cm. Sind das hier 50 cm? Ist immer schwer abzuschätzen tatsächlich, weil das hier sind 4 Meter. Ne, man vertut sich so leicht, das habe ich heute noch. Wenn ich ein 2-Meter-Element da hinsetze, denke ich mir, boah, passen die Leute da durch? Können die da vorbeilaufen? Ne, stoßen die mit dem Kopf dagegen? Jetzt sind 2 Meter. Ne, aber das sieht so klein aus, weil wir überwiegend 4-Meter-Elemente verbauen. Deswegen ist das ultra schwer abzuschätzen. Wir könnten hier aber Glas zwischensetzen, wobei das Glas relativ dick ist. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz nach. Ich glaube, das Glas ist ziemlich dick, ne? Ja, ist dick. Das wird nicht passen hier mit den Seilen. Ja, wird nicht passen. Okay. Oh, ich habe eine andere Idee. Wir könnten im asiatischen Themenbereich haben wir ein Gehege unterteilt. War das hier? Ja. Guck mal, und da hatten wir ja das hier verbaut. Vielleicht können wir das dazwischen setzen. Ich hoffe jetzt einfach mal, das ist die letzte Möglichkeit. Wir schauen mal ganz kurz nach. Moment. Wir gehen einfach hier hin. So, dann setzen wir die jetzt. Oh, guck mal. So, dann gucken wir mal. Ist das mittig? Sieht mittig aus, ne? Ja, ist mittig. Ist mittig, okay. Und nach unten wird das auch passen, oder? Ja, sensationell. Okay, da wären wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Ja, komm, machen wir. Dann sind wir auf jeden Fall safe in der Sache. Warte, noch ein bisschen zurück. Ah, warte, das schaffen wir schon. Also, da, ja, huh, hat gepasst. Okay, damit wir keinen Übergang haben. Pass auf, dann machen wir das nämlich einmal hier. Was ist das denn? Ja, ein cooler Effekt. Okay. Habe ich das jetzt komplett markiert oder nur die Hälfte? Komplett wahrscheinlich, ne? So, dann setzen wir das hier hin. Das stimmt, die sind immer unterschiedlich lang, ne? Oder unterschiedliche Abstände haben die. So, passt. Wie machen wir das denn jetzt? Da, warte mal, mir fällt gerade ein. Wie machen wir das denn mit den anderen Seiten? Ist halt jetzt die Frage, ne? Ich finde das schon besser. Ne, fällt auch nicht so auf. Ja, ist auf jeden Fall sicherer. Machen wir... Ja, kopieren wir jetzt das Ganze da, oder... nee. Ich würde sagen, wir machen das jetzt... Ah, hatte ich schon markiert. Wir machen das so wie da. Wir setzen das mal kurz hier gegen. Passt, ne? Ich glaube, der richtet sich automatisch in der Mitte aus. So. Okay, einmal rüber. Und noch einmal rüber. Ja gut, hier ist ja relativ Wumpe. Da haben wir ja genug Spielraum. So. Und dann haben wir nämlich das Problem schon mal gelöst. Dass wir hier auch kleinere Affenarten beherbergen können, ohne dass die ausbüchsen. Ist ja auch zum Schutz von denen. Da darf man ja nicht außer Betracht lassen. Warte mal kurz. Ich habe da gerade eine Idee. Oder beziehungsweise... Moment, habe ich das jetzt markiert? Ja. So, da trennen wir jetzt erstmal von der Gruppe. Dann sagen wir das und...
das und das zusammenfügen, damit das eine Einheit ist. Ich weiß nicht, das habe ich heute noch. Muss nicht, aber ich wollte das eigentlich mal ablegen, ne? Aber ja, schwierig. So, und dann, okay, den können wir auf jeden Fall hier hinziehen. Moment. Jetzt sag mir, ah, okay, ich dachte schon. Ich wollte gerade sagen, das letzte Element wird wahrscheinlich jetzt wieder problematisch werden, ne? So, wir gucken nochmal ganz kurz wegen der Höhe. Sieht aber gut aus. So. Ja, passt. Okay, jetzt trennen wir das erstmal wieder von der Gruppe. So. Und dann fügen wir... Moment. Ah, okay. So, jetzt fügen wir das und das zusammen. Bam. So, und dann können wir das hier einmal rüberziehen. Dann können wir uns schon mal Gedanken machen mit dem Faultier. Was machen wir denn da? Ich weiß nicht, reicht denn ein Plateau außerhalb des Sichtfeldes von den Gästen? Ich hoffe. Ich hoffe. Weil, das wenn, dann bauen wir so ein Baumhaus. Machen wir einfach so. Ja, wir hatten doch schon mal irgendwo ein Baumhaus gebaut, ne? Boah, wo war das nochmal? Wo hatten wir nochmal ein Baumhaus gebaut? War das im asiatischen Themenbereich? Ich glaube, bei den... Kann das sein, bei den roten Pandas? Sehr gut. So, dann können wir das hier nämlich endgültig löschen. Brauchen wir nicht mehr. Bei den roten Pandas. Hier, ne? Nee, hier sind gar nicht die roten Pandas. Hier sind die. Hier hatten wir das Poolhaus. Hier hatten wir... Ah, siehst du rote Pandas? Ha! Ah. Warte mal. Das wird aber optisch gar nicht dahin passen. Also optisch würde das nicht da so hinpassen. Vom Stil her. Okay. Wir können ja mal gucken. Warte, wo müssen wir hin? Da. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Weil das dunkle Holz wird hier nicht hinpassen. Auf keinen Fall. Wir können ja mal gucken. Faultiere. Faultiere. Oder, ne? Braunkehl-Faultier. Entschuldigung. Es ist das Braunkehl. Ich wollte dich nicht beleidigen. 60 cm. Gruppengröße 1 bis 6. Ist ein Polygyn. Ja, ist kein Würfel, ist ein Polygyn. 31 bis 200 betretbare Vivarien. Genau, das hatten wir letztes Mal schon gecheckt. Braucht auf jeden Fall... Was stand da mit Fortpflanzung? Sterilität, Tod. Ja, so ist das halt. Na, pass auf, wir gucken mal bei Gehege und dann Faultier. Und dann kriegen wir richtig viel angezeigt. Da kriegen wir richtig viel angezeigt. Okay, dann müssen wir hier vielleicht, ne, über Art. Und dann das Braunkehl-Faultier. Wo ist denn das? Braunkehl-Faultier. Gehege. Filter. Art. Haben die da was vergessen? Braucht das nix? Ist jetzt eine Frage. Hä? Warte mal, wir gucken mal. Ich habe noch eine Theorie. Kann das vielleicht sein, weil das Vivarien, betretbares Vivarium. Wir haben kein betretbares Vivarium. Wir haben ein betretbares Gehege. Shit. Das ist problematisch gerade. Damit habe ich nicht gerechnet. Mann, das ist ein betretbares Vivarium. Wir brauchen ein betretbares Gehege, wie beim V zum Beispiel, glaube ich, ne? Warte mal, irgendwas läuft hier gerade schief. Braunkehl, Faultier.
Betretbares Vivarium. Blauer V. Steht nix. Betretbares Vivarium. Boah, wie heißen die Affen? Lemuren, ne? Der hat, komisch, da kannst du nicht betreten. Hier. Nee, auch nicht. Auch nicht. Betretbares Gehege. Gibt's das nicht? Es gibt kein betretbares Gehege? Man muss aber. Was war das denn nochmal? Vivarium? Die echte, wirklich echte Achatschnecke. Aber Emu? Erdferk? Erdmännchen? Was? Aber, hä? Warte mal, Riesenschildkröte auch nicht. Spinnen bestimmt, ne? Ne, da wäre die Gefahr zu groß, dass man drauf tritt. Unabsichtlich, selbstverständlich. Bist du betretbar? Es gibt Höckerschwan auch nicht. Es gibt keine betretbaren Gehege? Doch muss. Ich hab das noch irgendwo. Boah, wo war das? Da war ich erst noch am Überlegen. Und dann dachte ich, nee, machen wir nicht. Heißen die Lemuren, Lamuren, Nilflug, betretbares Vivarium? Kann man das betretbare Vivarium selber bauen? Boah, wie hieß das nochmal? Ich hab das vor Augen. Wir haben irgendwo im Zoo hatten wir die Option, betretbares Gehege zu machen. Aber ich weiß nicht mehr was. Präriehund? Nee. Ich guck mal ganz. Esel? Nee, auch nicht. Lemuren, ne? Oder so? Lamuren? Wie heißen die nochmal? Affen? Affe. Kaffernbüffel? Nasenaffe? Netzgiraffe? Nee. Ah, Mann. Ich bin top vorbereitet, merkst du, ne? Nein, ich war wirklich der felsenfesten Überzeugung. Vielfraß? Nee, Vielfraß ist gefährlich. Das auf keinen Fall. Waschbär auch nicht. Weißhandgibbon auch nicht. Cappuccino-Affe auch nicht. Stacheltier auch nicht. Gorilla glaube ich auch nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Zwergotter, Zwergpinguin. Es gab 100%. Warte mal. Blauer V? War das der? Nee, auch nicht. Aber wie macht man denn ein Gehege, begehbares Vivarium? Das hatten wir irgendwo mal, ne? Tiervivarien. Betretbares Vivarium. Ah ja. Potzblitz und zugenäht. Ist natürlich jetzt blöd. Das hat mein ganzer Plan. Warte mal. Das ist ein betretbares Vivarium. Ich wollte gerade sagen, oh, die haben ja geile Bäume. Wo wollte ich gerade sagen? Ha. Ist das meiner? Ja, ist meiner. Wie macht man ein begehbares Vivarium? Wie deklariert man das? Weil man hundertprozentig kann es halt selber bauen, oder? Betretbares Vivarium. Betretbares. Aber hier ist so ein Kasten drum, ne? Nee, auch nicht. Der ist ja auch offen. Warte. So, was können wir da jetzt mitmachen? Vivarientier anfordern. Markt für... anpassen. Stil. Glas. Aha. Ah, Netz. Leer. Oha. Okay, pass auf. Stabil. Drahtgeflecht. Leer. Wand 2. Leer. Wand 4. Leer.
Hier. Leer. Vielleicht können wir uns das selber basteln. Boden. Leer. Tür. Leer. Echt jetzt? Leer. Tür 2. Leer. Okay. Gut. Also, man baut... Das ist ein Thumbnail, oder? Das ist ein selbstgebautes Vivarium, meine Damen und Herren. Aber... Ich muss mal ganz kurz was gucken. Wie haben die das denn hier? Also ja, so ungefähr läuft das. Okay, ist gleich. Ne, ich wollte mal kurz gucken. Einrichtungen hier. Das große hier. Wo ist das? Das hier. Was haben die denn hier gemacht? Die haben ja gar keinen Weg. Doch, da sind Wege. Hier. Aha. Aha. Okay, warte mal. Wir machen das rückgängig. Kann ich hier den Weg ändern? Yo! Okay. Ist halt nur die Frage. Passt das dahin? Weil. Kann ich den Weg größer machen? Weg löschen. Warte mal, ich kann hier Weg löschen. Blockiert. Kann ich dich breiter machen? Ne, Weg löschen nicht mehr. Ja, pass auf. Weg? Nee, bleibt so. Ah, das geht nicht. Weil der Weg hier zu breit ist. Oh, miese Brise. Hallo. Ich würde gern das... Wie kann ich das jetzt... Okay. Kann ich denn irgendwie sagen, Weggebäude... bearbeiten. Oh, warte mal. Nein, warte, warte, warte. Gruppe trennen. Nee, 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 nee. Hier will ich hin, genau. So, Gebäude bearbeiten. Ja? Dann sagen wir Wege weg. Geht nicht. Ich kann das hier nicht löschen. Oh, Mann. Es gibt doch... Ich mach dann mal weg. Wir müssen ja mal ganz kurz nachgucken. Es gibt doch Tiere, die haben begehbares Gehege. Da bin ich mir sehr sicher. Wir gehen mal Step by Step durch. Nein, nein, nein. Kann ich das hier irgendwo sagen? Gehege. Okay, wir machen mal Gehege. Nee, nee, nee. Weil Vivarien ist ja auf jeden Fall weg. Vinturung. Nee, auch nicht. Blauer V. Ausgewachsene Tiere, bla bla bla. Großes Jungtier, Markt. Wo war... Ich meine, ist das das? Können hier die Leute rein? Irgendwo stand das immer. Warte mal. Gäste können Gehege betreten. Da steht es doch. Das habe ich gesucht. Gäste können Gehege betreten. So. Wenn wir jetzt zu dem Faultier gehen. Komm, machen wir so. Braunkehl-Faultier. Steht da nichts. Okay, dann gucken wir nach einer Affenart. Die Lemuren, Lamuren, irgendwie sowas. Meine ich, gibt's dafür, ne? Axolotl? Nee. Gäste können betreten? Nein. So, da haben wir den Binturong. Gäste können betreten, ja. Aber den Binturong haben wir bereits im asiatischen Themenbereich. Da bin ich mir sehr sicher sogar.
nein. Orang-Utan, nein. Braunkehl-Faultier fällt weg. Oh Mann, der ganze Plan ist hinfällig jetzt. Okay, was haben wir da? Erdmännchen? Gäste können betreten, ja. Aber so Erdmännchen oben am Baum ist auch ein bisschen doof, ne? Fossa. Fossa. Na, 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 na. Ah, ne, 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 so. Ah, ne, ne. Großer Panda? Nein. Was bist du denn für ein? Du bist ein Timon. Ne, ein Pumba. Japan-Kakerlaken? Ja. Aber Japan-Kakerlaken haben wir schon im arktischen Themenbereich. Katter! Katter! Ich glaube, die Katters nehmen wir. Was brauchen die denn an Schutz? Kletterschutz. Grad 1. Haben wir. Wir haben Glas. Über 1,25 Meter. Haben wir. Oder Wasser 3 Meter breit. Haben wir nicht. Oder und mindestens 1 Meter tief. Haben wir nicht. Weil wir haben... Ja, und 210 Quadratmeter haben wir locker da. Ist Eigentumwohnung. Ich glaube, die Katas wären das. Wir halten das mal kurz im Kopf. Kata. Aber die heißen auch Lemuren, oder? Oder sind die von den Lemuren eine Gattung? Irgendwie. Lemuren, Lamuren? Ich weiß es nicht. So, was haben wir noch? Aber ich glaube, die Katas wären's. Weil dann hätten wir eine reine Affeninsel, ne? Nasenaffe? Nee. Das ist witzig. Nein. Nebelparder. Netzgiraffe? Giraffen haben wir noch gar nicht. Doch, Giraffen haben wir im Zoo, im afrikanischen Zoo. Afrikanischen Themenbereich. Katter. Ich glaube, Katter wären es. Oh, die sind ja süß. Oh, die sind ja putzig. Australien. Vertragt ihr euch mit Tieren, mit Emus? Oh, die sind ja süß. Wie lang können die werden? 48 cm hoch. Krass. Die sind echt putzig. Quokka. Guacamole kenne ich, ja. Dann haben wir... Ja, ich glaube, die Katas wären es. Also ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht... Wo ist der Unterschied zwischen Timon und dem hier? Ne, Erdmännchen sind ein bisschen dünner, ne? Oh. Der wäre auch eine Option, ne? Siehst du, da ist das wieder das beste Beispiel. Der verträgt sich mit dem Cutter, der Cutter aber nicht mit dem. Hammer, ne? Doch. Hä? Hä? Hab ich da vorhin nicht nachgeguckt? Oh, aber guck mal, wir hätten den Vari und den Vari. Also wären wir voll in der Variation, ne? Vari. Ja, mach mal Vari rein. Guck mal, passt ja auch optisch. Ein Männchen bis zu 29 Weibchen. Und profitiert von dem anderen. Dann machen wir beides Varis hier rein. Schild, Schild. Machen wir hier. Guck mal, dann schreiben wir nämlich hier rein. Beide Vari. Und ich prophezeie dir, ich sag dir jetzt schon, dass das später, wenn wir dann soweit sind und die hier reinsetzen, dann stehe ich da und sag, was sind beide Vari? Wo finde ich beide? Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Dass ich dann hier sitze und sage, ich finde beide Vari nicht. Da haben wir aber missgebaut. Aber ich hoffe, dass ich mich dran erinnere. Aber ist ja echt gut für die hier, ne? Boah, das Vivarien-Ding hat mir echt alles über den Haufen geworfen. Selbst hier könnten wir das nicht machen, weil wir hier wieder einen breiteren Weg haben. Na egal, jetzt kommen die Varis hier rein. Gut, aber die Varis werden auch eine Unterkunft haben müssen.
Aber da können wir uns in der nächsten Folge mit rumschlagen. Oder in der nächsten Folge machen wir endlich mal, was ich schon lange haben wollte, nämlich Bäume hier oder Büsche oder hier Büsche und da Büsche und hier überall. Wir haben noch viel zu tun. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Tag, bis dann. Tschüss.